Ja, ich weiß. Kampfjets könnten in Deutschland wohl nur eingeschränkt fliegen. Ohne Mehrheit, Ampel ein Jahr nach Amtsübernahme in Umfrage-Tief und vom Feinsten. Essener Motorshow zeigt Tuning auch bei E-Autos. Im Studio Laura Dünnwald. Und damit ganz herzlich willkommen. Es soll der große Wurf der Verteidigungsministerin werden, der Kauf des Kampfjets F-35 von den USA. Damit will Deutschland seine Stellung in der NATO stärken und bei der nuklearen Teilhabe mitspielen. Doch offenbar wackelt der Deal und das ist nicht die einzige Panne. Jan-Friedrich Funk. Der modernste Kampfjet soll es sein, der F-35. Viel Hightech und nuklear einsetzbar. 35 Stück möchte die Bundesregierung von den USA kaufen. Kosten 10 Milliarden Euro. Mitte Dezember soll der Haushaltsausschuss dem Deal zustimmen, doch der wackelt. Offenbar gibt es Probleme am Militärflughafen Büchel in der Eifel, wo die Jets stationiert werden sollen. Die Hangars für die neuen geheimen Tarnkappenflugzeuge werden möglicherweise nicht rechtzeitig bis 2026 fertig. Und auch, ob es bis dahin eine Zulassung für den Flugbetrieb in Deutschland gibt, ist unklar. Probleme, die gelöst werden müssen, sagt der Koalitionspartner. Das wird sehr viel Anstrengung und auch sehr viel Geld benötigen. Ich bedauere das sehr. Dieses Versagen muss aufgeklärt werden, denn es ramponiert erheblich den Ruf der Ministerin, aber auch des Ministeriums. Die Probleme beim F-35 nicht die einzige Pleite im Hause Lambrecht. Auch das altbekannte Munitionsproblem kocht wieder hoch. Die Depots füllen sich nur langsam. Nun mischt sich die Wehrbeauftragte der Bundesregierung Eva Högel ein und fordert, die Industrie müsse endlich Aufträge vom Ministerium bekommen. Und auch ehemalige Militärs zeigen Unverständnis. Die Prozesse, die internen Abläufe, die Bürokratie, das Beharrungsvermögen, bei allem guten Willen ist immer noch nicht da, wo wir mit dem Begriff der Zeitenwende hin müssen, und zwar dringend. Chaos bei der Munitionsbeschaffung und nun die Schwierigkeiten beim F-35. Die Liste der Pannen im Verteidigungsministerium wird länger und der Druck auf die Ministerin wächst. Bald ein Jahr ist die Ampelregierung nun an der Macht. Sie war angetreten, um für Deutschland eine Zeitenwende einzuläuten gegen Fachkräftemangel, Pflegenotstand und Klimawandel. Stattdessen müht sie sich seit Monaten mit der Krisenbekämpfung ab, zur Unzufriedenheit der Bevölkerung. Leonie van Randow. Es ist eines der Kernvorhaben der selbsternannten Koalition des Fortschritts, Deutschland langfristig zu einem klimafreundlichen Industrieland zu machen. Der Wirtschaftsminister reist dafür nun in den Süden Afrikas, will in Namibia Kooperationen für die Herstellung von grünem Wasserstoff vorantreiben. Die dortigen Bedingungen laut Habeck optimal. Sehr sonnenreich, sehr starke Windgebiete, gerade am Atlantik. Wir werden jetzt sehen, dass wir auch die konkreten Partnerschaften dort schließen können. Die ersten deutschen Unternehmen haben schon Vorverträge abgeschlossen. Erste Schritte also in Richtung Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern. Für die Regierungskoalition ein Erfolg. Doch eine aktuelle Umfrage zeigt, auf vielen Gebieten bleibt die Ampel hinter den Erwartungen der Wähler zurück. SPD, Grüne und FDP kommen derzeit zusammen auf nur 44%, hätten also keine Mehrheit. Im Schnitt geben die Befragten der Koalition die Schulnote 4,1, eine verheerende Bilanz. Nicht gerade berauschend, was da geleistet wurde. Das Fazit ist 2-3. Naja, es wurde viel versprochen und nicht umgesetzt. Der Kanzler dagegen stellt sich und seiner Regierung nach knapp einem Jahr Rot-Grün-Gelb ein gutes Zeugnis aus, verweist auf die umfangreichen Entlastungspakete. Damit haben wir die Grundlage gelegt, dass unsere Wirtschaft stabil bleibt und dass die Bürgerinnen und Bürger, dass unser Land gemeinsam durch diese Krise kommen kann. Eine gute Grundlage für all das, was wir uns für die nächste Zeit vorgenommen haben. Und vorgenommen hat die Ampel sich viel. Auch wenn sie seit Monaten hauptsächlich mit akutem Krisenmanagement beschäftigt ist.
Jugendbanden kontrollieren in El Salvador oft ganze Stadtviertel, sind in Drogenhandel und andere kriminelle Geschäfte verwickelt. Militär und Polizei versuchen der Lage Herr zu werden und haben jetzt eine ganze Großstadt umstellt, um Mitglieder der sogenannten Maras zu jagen. Angekündigt hatte die Regierung von El Salvador ihr hartes Durchgreifen bereits vor einer Woche. 10.000 Soldaten und Polizisten haben die Großstadt Soyapango umstellt. Präsident Nayib Bukele macht jetzt offensichtlich ernst im Kampf gegen die Jugendbanden. Das hier ist der Unterschied zu den früheren Regierungen. Mit dem Mut unseres Präsidenten und der Stärke unserer Regierung sind wir nach Soyapango gekommen, um die Menschen zu befreien. Soyapango liegt 7 Kilometer östlich der Hauptstadt San Salvador und gilt als Hochburg der Maras. Die Jugendbanden mit mafiaähnlichen Strukturen dominieren den Drogenhandel und andere kriminelle Geschäfte. Im März dieses Jahres hatte Präsident Nayib Bukele ihnen den Krieg erklärt und den Ausnahmezustand verhängt, nachdem binnen 3 Tagen 87 Menschen ermordet worden waren. Seither wurden etwa 60.000 mutmaßliche Bandenmitglieder festgenommen. Das Versammlungsrecht ist eingeschränkt, Sicherheitskräfte können Verdächtige ohne Begründung festnehmen. Wir werden alle Kriminelle, die sich in Soyapango verstecken, finden und verhaften. Wir sind hier, um die Sicherheit der ehrbaren, hart arbeitenden Bürger zu garantieren. In der Bevölkerung kommen die Maßnahmen gegen die Kriminalität augenscheinlich gut an, Kritiker werfen der Regierung jedoch schwere Menschenrechtsverletzungen vor. Auf der indonesischen Insel Java ist der Vulkan Semeru wieder ausgebrochen. Heiße Asche wurde bis zu 1500 Meter hoch in den Himmel geschleudert. Das Zentrum für Vulkanologie gab die höchste Warnstufe 4 aus. Die Gefahr, dass es zu weiteren Ausbrüchen kommen könne, sei sehr hoch. Mehrere hundert Menschen wurden in Unterkünfte gebracht. Der letzte Ausbruch des Semeru war auf den Tag genau vor einem Jahr. Dabei wurden 51 Menschen getötet. Ja, seit diesem Wochenende läuft in Essen die Motorshow, die bedeutendste Messe für Tuning und Motorsport in Europa. Eine Woche lang präsentieren rund 500 Aussteller ihre Produkte. Allerdings kämpft die Branche wegen der schwierigen Wirtschaftslage mit Umsatzrückgang. Nur ein Segment boomt. Vierradantrieb, Verbrennermotor und Zigarettenwerbung auf der Haube. Mit dem Audi Quattro vor Walter Röhrl in den 80er Jahren des letzten Jahrtausends, die Rallye-Konkurrenz im Grund und Boden, sie war noch in Ordnung, die Welt der Petrolheads der Autoenthusiasten. Heutzutage sieht das eher so aus, Elektroautos im Winter mal gut gelutscht, als in der Kraftstoff. Das soll jetzt die Zukunft sein. Mach's doch mal ein Stück. Mhm. So auch, Nuno. Man merkt, viele Leute fangen auch an, an diesen Fahrzeugen zu tun. Es geht den Besuchern der Messe eben nicht nur um die Antrieb. Die Tschechinnen sind auch da. Individualisierung. Auch Elektroautos brauchen Felgen, eine Lackierung und natürlich eine brauchbare Soundanlage. Nichts unterstreicht eben die Persönlichkeit des Besitzers besser als ein individuell angepasstes Fahrzeug. Ein alter Dreier. Trotz Krise. Der Gesamtumsatz der Industrie, die sich mit diesen Themen beschäftigt, beläuft sich auf ungefähr 1,75 Milliarden Euro. Wenn Sie die Zubehörartikel der Hersteller hinzurechnen, ungefähr 1,7 bis 1,8 Milliarden Euro. Elektro, Contra, Verbrenner, die Sympathien sind klar verteilt. Dass es nachhaltig sein soll, kann nicht funktionieren. Bis das Ding wirklich auf der Straße ist, hat es schon so viel Müll in der USA, will ich mal sagen. Fehlt halt ein gewisses Feedback an Geräusch, an Akustik und was eben gerade diese Emotionen hervorruft. Aber die nächste Generation, die kennt es ja auch gar nicht so wie wir. Die nächste Generation, die wird damit aufwachsen, für die ist es halt normal. Und egal, welche Antriebsart sich in der Zukunft durchsetzt, es wird immer Liebhaber geben, die ein Auto fahren wollen, das nicht von der Stange ist. Ja, ich will nie ein Elektroauto fahren. Ich nehme auch keins. Ich will nicht. Die sind doch gar nicht sauberer. Das stimmt ja überhaupt gar nicht. Dann nehme ich lieber einen Benziner. Ja, Benziner, Diesel, aber kein Elektroauto. Mach es dir drin, so richtig gemütlich. Sansibar für zu Hause. Zum Beispiel diese Vollwerte, Alter. Verschiedene Duftkerzen für je 6,99. Und Teesets. Haben deine Freunde, haben welche von deinen Freunden auch Vollwerte? Von deinem Leon. Lidl lohnt sich. Die Aussichten. Mild bis kräftig. Das ProSiebenwetter wird euch serviert. Und wer ist es heute?
Hallo zum Winter. Eine andere. Im Südwesten Deutschlands zog heute von Frankreich der Regen auf. Aber der Pulli ist ja scheiße. In der kommenden Nacht fällt besonders in den mittleren Landesteilen Schnee. Teilweise müssen Sie auch mit frierendem Regen und Glätte rechnen. Dabei kühlt es auf +5 bis -3 °C ab. Auch morgen Vormittag leider oftmals dichte Wolken und vor allem in den westlichen Mittelmeeren fällt Schnee. In den tieferen Lagen ist das Regen, das heißt, Sie müssen auch weiterhin mit Glätte rechnen. An der See weht dazu teils noch ein stark böiger Wind aus Nordost bis Ost. Am Nachmittag verschiebt sich der Regen in die Nordhälfte, vor allem im Bergland fällt dabei noch Schnee. Von Südwesten her gibt es aber zumindest kurze Lichtblicke. Ja, dazu gibt es dann maximal -1 °C in den höheren Lagen und +6 °C an den Küsten. In den nächsten Tagen kann bei uns dann unter... Ja, ich weiß.